das haben wir jetzt gesehen. Was ist da? Ja, aber bitte. Ja und? Ich bitte Sie, das sieht doch jeder. Was sieht jeder? Das ist doch unglaublich. Am helllichten Tag eine nackte Frau. Diese verkrampften Hände und der Gesichtsausdruck. Also ich habe mir immer gewünscht, so zu sterben, auf dem Höhepunkt der Lust. Wie bitte? Ja, aber das sieht man doch. Ich meine, ich kenn's nur noch aus Beschreibungen. Herr Doktor, Sie sind nicht lang da, gell? Seit 2 Monaten. Das ist Ihr erster Job nach dem Staatsexamen. Richtig. So habe ich mir gedacht. Sie haben also die Leiche eingehend untersucht. Selbstverständlich, das kann ich Ihnen auch bescheinigen. Was haben Sie da denn jetzt Auffälliges gefunden? Würgemale, Einschusslöcher, Ausschusslöcher, Stichwunden. Haben Sie irgendwas gefunden? Nichts. Aber die ganzen Umstände. Die Körperhaltung, die nackte Frau, die verkrampften Hände und die Flecken. Spermaflecken. Herr Doktor, jetzt will ich noch was sagen. Wenn wir hier ermitteln, was Sie garantiert nicht tun werden, dann wird hier herauskommen, dass es sich A, hier bei meinem weiblichen Kurgast handelt, verheiratet, wahrscheinlich wegen Schilddrüsenüberfunktion in Bad Tölz, der sich B, mit einem männlichen Kurgast auch verheiratet, ein bisschen zu sehr vergnügt hat. Eine Todesart, die an sich sehr angenehm ist, wie meine reizende Kollegin schon anzumerken beliebte. Aber wo ist der hin, der Mann? Und warum ist er weg, der Mann? Herr Monas, der bleibt auf der Leiche liegen. Jetzt stellen Sie den Totenschein schon aus. Schreiben Sie als Todesursache Beischlafüberanstrengung, hm? Nein, nein, das kann ich nicht mit meinem ärztlichen Gewissen vereinbaren. Womöglich war es ja ein Giftmord. Oder eine Vergewaltigung. Bei dem Gesichtsausdruck? Eine Vergewaltigung? Also, Kollegen, Sie können zusammenpacken. Vielen Dank. Also, Doktor, jetzt wird ja nur was sagen. Wenn wir hier wegen jedem Kurgast, den beim Vögeln der Schlag trifft, ermitteln würden. Das kann dir nicht passieren, hm? Wenn wir also so verfahren würden, dann würden wir trotz rückläufiger Übernachtungszahlen der Hundertschaft mehr Polizisten in Tölz brauchen. Also, jetzt stellen Sie endlich diesen Totenschein aus. Bitte? Bitte. Dann schreibe ich auf Drängen der Kriminalpolizei natürliche Todesursache bescheinigt. Sehr schön, wenn Ihnen dabei wohler ist. Bitte schön. Dankeschön. Ach, und noch ein Tipp, Herr Doktor. Passen Sie auf, dass nicht der Gesundheitsreform zum Opfer fallen. Das verstehe ich nicht. Eben. Wiederschauen. Und, was ist? Brauchen Sie mich noch? Wenn es Ihnen keine Umstände macht. Also einen einfachen Herztod kann ich nicht direkt feststellen. Die Hämatome auf seiner Stirn und auf der Schulter können einem kausalen Zusammenhang mit der Todesursache stehen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ja, ich verstehe das schon, aber ich meine, ob ich jetzt wieder fahren kann. Wenn Sie mich direkt fragen, nein. Ich lasse den Toten auf jeden Fall in der Gerichtsmedizin untersuchen. Ja, aber das geht doch nicht. Der alte Mann ist doch nicht umgebracht worden. Der ist halt einfach gestorben. Ja, mein Herr Pfeiffer, wenn das Sterben immer so einfach wäre. Eine natürliche Todesursache werde ich auf gar keinen Fall bescheinigen. Aber Herr Doktor, was soll ich denn jetzt den Angehörigen sagen? Außerdem werden die Kollegen von der Kripo nicht gerade begeistert sein, wenn sie da jetzt hergesprengt werden. Sie sind sowieso schon total überlastet. Sie machen das schon, Herr Wachtmeister. Sie machen das schon. Sie machen das schon. Ich bin ja immer der Einzige, der alles macht. Ja, Herr Berghammer, ich bin's, der Pfeiffer. Ich bin jetzt da in Hengenberg. Der Arzt stellt mir schon wieder keinen Totenschein aus. Ein alter Bauer auf dem Traktor. Ja, ist schon recht, Dankeschön. Die Kurverwaltung können Sie sich bald einsparen. Weil mir würde nichts abgehen, aber wie kommst du drauf? Weil der Stadt Bad Tölz der Kurstatus bald aberkannt wird. Hier sterben Leute rein, weil es anstatt sich zu erholen, das haben wir schon wieder leicht. Wieder ein Liebestod? Ja, sowas ähnliches, der Bauer auf sein Bulldog. Ich sage dir, uns beide wird der Stress auch irgendwann dahin raffen. Dann reicht's aber. Maria! Maria! Ist der Herr Oberst schon da? Ja, im Arbeitszimmer. Entschuldigen Sie bitte, Herr Oberst, dass ich Sie habe warten lassen. Ein Dringlichkeitsfall. Herr Oberst? Herr Oberst? Mein lieber Pfarrer, ich konnte nicht länger warten. Herr Oberst! Nein, bitte, Herr Meier, so geht das nicht. Das ist jetzt viel zu verkrampft und viel zu steif, so ganz ohne Lockerheit. Ich spüre das steif. Das Dramatische, das muss ganz natürlich sein. Verstehen Sie? Herr Brillat? Ja, Frau Bergermann. Entschuldigen Sie vielmals, wenn ich mich da jetzt einmische. Aber ich
habe da vor kurzem nach der Probe mit meinem Sohn geredet. Und die Steife ist in dem Fall überhaupt nicht richtig. Ach ja? Wieso? Es steht doch im Stück auf Seite 46, da sagt der Herr Springer als Dr. Hickhack. Dr. Heikock, Frau Bergermann. Ja, das ist jetzt wurscht, dass der Mann schon 25 bis 30 Minuten tot ist. Stimmt doch, oder? Das Blut fängt bereits an zu gerinnen. Ja. Ja, aber jetzt weiß ich nicht, was dann. Die Leichenstarre. Die Leichenstarre, Herr Prälat. Die tritt ja erst viel später ein. Stunden danach, hat der Benno gesagt. Ja, ja, da mag Ihr Sohn schon recht haben. Aber wissen Sie, die Gesetze der Bühne unterscheiden sich von denen des wirklichen Lebens. Na, nein. Der Stanislawski sagt da was vollkommen anderes. Sie haben mir das Buch doch selber gegeben. Warten Sie mal, ich darf doch. Das wirkliche Leben ist nur die Kunst. Die Kunst selbst ist die Wirklichkeit. Und da, Moment, Theater als Ort der Wahrheit und als Verbindung von Spiel und Wirklichkeit. Naja, so uneben ist das alles nicht. Gut, wir beginnen nochmal mit dem Mord. Verkehrsunfall auf der B401 mit Todesfolge, Leichenfund auf der Benediktenwand, alte Frau im Bett tot, Selbstmord im Isar-Kanal, Bauer fällt tot vom Traktor. Ja, was ist denn da los? 6 Tote in 24 Stunden, da geht's ja so wie in der Großstadt. Die Toten treten sich ja förmlich auf Fiers. Nicht zu vergessen unser Kurschatten. Mein Gott, hatte die Frau ein glückliches Gesicht, beneidenswert. Das ist die Strahlkind wahrscheinlich vom Jod aus der Jodquelle. Außerdem nennt man es ja auch den kleinen Tod. Oh, ich muss mal abholen. Also wenn du auf der Dame gelegen hättest, wäre der Gesichtsausdruck garantiert ein anderer gewesen. Aber tot wäre sie trotzdem. Sie gestatten, dass ich nicht lache. Oh. Herr Pfeiffer, sagen wir pünktlich zur Nachtschicht ausnahmsweise. Guten Abend allerseits. Wenn Sie mir heute Nacht noch einen unnatürlichen Toten herbringen, dann lassen Sie versetzen nach Coburg. Na bitte nicht. Haben Sie recht, dass solche Strafe diese Stadt da wieder nicht verdient. Chips? Ja, gerne. Sag mal, musst du nicht los? Ja, ja, ich geh schon. War Chips auf dem Weg? Na danke, Kim, so schon kam hoch. Herr Oberst! Herr Oberst! So, haben Sie es gesehen? War's richtig? Ja, wunderbar, Frau Bergermann. Bravo! Herr Mayer, bitte, und jetzt Sie. So, Sie entschuldigen, Herr Oberst, dass ich Sie habe warten lassen, ein Dringlichkeitsfall. Herr Oberst! Herr Mayer, ich hab Sie doch noch gar nicht berührt. Bitte nein, bitte, Sie müssen sich mehr mit dem Tod identifizieren, fallen lassen, in die Situation einsteigen, doch nicht immer gleich zusammenzucken. Ein Toter, der zuckt, das ist doch das Letzte. Ach, dann kann ich das nicht spielen. Herr Oma, hast du so und dann wieder so. Ich hab den Herrn Prälaten gesagt, dass ich kitzlig bin. Außer ich spiele das ganz steif. Ach, sucht euch doch jemand anderen, der sich da hinlegt und schikanieren lässt. Aber Herr Mayer, wenn die Frau Bergermann doch recht hat mit der Leichenstarre als Polizistenmutter, wir müssen uns auf der Bühne um Wahrhaftigkeit bemühen. Wenn es uns im wirklichen Leben schon so schwer fällt. Entschuldigen Sie, Herr Prälat, aber das ist mir wurscht. Ich spiele das ganz steif. Oder gar nicht. Ja, also ich denke, wir. Ich denke, es ist schon ein wenig spät. Wir machen Schluss für heute. Ich danke. Denken Sie an nichts, Herr Prälat. Der kommt schon wieder, der Mayer. Der hat doch schon 12 Premierenkarten für seinen Stammtisch gekauft. Wo heute so eine schöne Probe ist. Ja, finde ich ja eigentlich auch. Ja. Und ein paar Tage zur Premiere haben wir ja noch. Ich sehe schon, der Stanislawski fällt bei Ihnen auf einen fruchtbaren Boden. Ja, das ist alles. So großartig, also so wunderbar und eine solche Hilfe. Ja, besonders das mit dem sich versenken in die Rolle. Ja, das mache ich jetzt. Ich stehe als Miss Marple auf, ich gehe als Miss Marple ins Bett, ich koche, ich isst, alles wie Sie. Ausgezeichnet, Sie empfinden das, glaube ich, ganz richtig. Ja, unser großer Lehrer der Schauspielkunst. Passt die Gebärde dem Wort und das Wort der Gebärde an. Seid nicht zu zahm, lasst euer eigenes Urteil euer Meister sein. So.
die Rede an die Schauspieler haben nicht. Hab ihnen doch davon erzählt. Na, 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 Kinder. Jetzt ist aber bald genug. Mein Gott, diese Jugend. Aber ich gönne es ihnen. Frau Bergkammer, bis morgen Nachmittag zur Probe. Ich freue mich schon. Dass Sie so eine Sensibilität haben, eine so einfühlsame Hand als Mann der Kirche. Also, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ich mir auch nicht. Was hast du für einen Hut auf? Den hab ich vom Speicher. Der muss nur von der Mama sein. Und sowas tragen wir jetzt im Hochsommer. Geschmarrn, das ist doch Kostüm. Das verstehst du nicht. Du musst tot sein, hat der Prälat hinter gesagt. Ja, der kennt sich aus. Hast du eine Ahnung? Das ist ein Profi. Der hat ja im Priesterseminar in Freising damals hat der einen Hamlet gespielt. Ein Hamlet? Lieber Herr Bergkammer, liebe Sabrina, wegen des gestiegenen Arbeitsaufkommens und vieler ungeklärter Todesfälle bewerbe ich mich hiermit. Ich bin gelernter Polizist. Geboren bin ich als Sohn von Antonio Pfeiffer und deren Ehemann, geborener Kriminalpolizei Bad Tölz. Sie sprechen mit Herrn Pfeiffer? Ja, ich bin schon wieder Pfeiffer. Ja, ja, ich komme schon. Ich bin da den Buckel runtergefahren. Da habe ich den Roller da schon draufknacken gesehen. Das Licht hat noch brannt. Da bin ich hingegangen und wollte schauen, was ihm fällt. Ich habe meinen Wagen extra da drum abgestellt, nicht dass ich mir einen Ehrten zusammengefahren. Das könnte das sein, oder? Nein, nein, da haben Sie nichts zu befürchten. Ihren Wagen habe ich schon auf Spuren angeschaut. Schließlich sind wir auch nicht auf der Brennsuppe der Herd geschwommen. Sollen wir noch weiterreden, Herr Doktor? Na, vielen Dank. Keine Vitalfunktion mehr. Exitus. Macht keinen Sinn mehr. Und? Was ist? Exitus, wahrscheinlich schöne Basisbruch. Also alle so fahren wie die Deppen mit ihrem Motorradl. Sogar das Nummernschüttel hat sie ihm abgerissen bei dem Sturz. Na, Papiere hat er auch keine dabei gehabt. Oder habt ihr was gefunden? Wir haben nichts gefunden. Dann lass ich ihn in die Kühlung schaffen. Morgen wissen wir noch schon mehrer. Also, Herr. Spann. Spann, danke, ich brauche Sie nicht mehr. Sie können dann fahren. Also dann, gute Nacht. Für gut. Gute Nacht. Gute Nacht, Männer. Das heißt, was davon noch übrig ist, gell? Gute Nacht. Weiter. Ja, ah, den Totenschein, den hätte ich jetzt beinahe vergessen. Und lassen Sie mal bitte noch den Blutalkohol feststellen. Wenn es der Versicherung, Sie wissen schon. Fahren wir gleich. Ah, Moment. Entschuldigen Sie, Herr Bergkammer. Was ist denn, Pfeiffer? Herr Bergkammer, ich. Pfeiffer, was ist denn schon Dienstschluss? Ja, schon. Es ist vielmehr so. Also, wenn wir jetzt auf der Dienststelle schon so ein gestiegenes Arbeitsaufkommen haben, also so viel ungeklärtes, so viel ungeklärte Todesfälle, dann habe ich mir gedacht, ich könnte mich ja für die Kriminalpolizei bewerben. Weil Sie und die Sabrina, Sie sind ja dann viel zu wenig und ich wäre schon eingearbeitet. Ist das Ihr Ernst? Jawohl, Herr Bergkammer. Für die Kriminalpolizei? Jawohl, Herr Bergkammer. Ja, meine Kollegin, die Frau Lorenz und ich, wir haben jetzt einen wichtigen Termin bei der Gerichtsmedizin und werden dann Ihre Bewerbungsunterlagen uns zu Gemüte führen und werden es dann ausdiskutieren. Jawohl, Herr Bergkammer. Und ich, was mache ich jetzt? Sie haben jetzt den Schluss. Wiederschauen. Tschüss. Wiederschauen. Jetzt bin ich wenigstens schon mal los geworden.
Pfeiffer bei der Kriminalpolizei ein Albtraum dort war. Das ist der Super-GAU für die innere Sicherheit. Jawohl, Herr Berghammer, ein Super-GAU. Jawohl. Bitte. Guten Tag. Was gut? Ich möchte meinen Mann vermisst melden. Ja, bei uns ist er nicht Ihr Mann. Ja, er ist gestern Nacht nicht nach Hause gekommen. Mei, gute Frau, wird heute irgendwo versumpft sein, Ihr Mann. Der kommt schon wieder. Entschuldigung, aber man muss doch etwas unternehmen. Ich auf alle Fälle hab jetzt Dienstschluss. Ich komme so in 2-3 Stunden wieder, da ist dann der Kollege Berghammer da. Das ist ja so ein Dicker, der kümmert sich dann um Ihren Mann. Vielleicht geht's erst einmal nach Haus. Wahrscheinlich liegt Ihr Mann schon im Bett und schlaft seinen Rausch aus. Also, bitte. Bitte. Den Geruch kann ich am wenigsten ab, vor allem im Sommer. Lass dich doch versetzen zur Wirtschaftskriminalität, da riecht's nach Wirtschaft. Oh, bitte, Benno, Auszeit. Das war ein Wortspiel. Ah, hallo. Herr Berghammer, ich grüße Sie. Grüß Gott. Hallo, Lorenz. Hallo, Dr. Dass Sie selber vorbeischauen, freut mich sehr. Sie werden es auch nicht bereuen. Ich habe am letzten Montag vor der hiesigen Ärztekammer ein Referat gehalten über das Erkennen unnatürlicher Todesursachen durch den ärztlichen Praktiker. War sehr gut besucht, die Veranstaltung. Das habe ich gemerkt. 6 Tote in 24 Stunden. Das reicht in Tölz normalerweise für eine ganze Dekade. Nur 6 Fälle. Tölz ist eine wahre Insel der Seligen. Nach meinem letzten Referat in Landshut waren es 28 Fälle. Ja gut, Landshut ist ja auch L.A. Wie? Auf dem Nummernschild L.A. Ein Wortspiel. Ah ja, sehr humorvoll. Bitte. Endlich jemand, der dich versteht. Ich bin auch erschrocken. Ja, sehen Sie, der alte Mann hier ist so ein typischer Fall. Todesursache eine eindeutige Koronarsklerose. Aha, also stinknormaler Herzinfarkt, oder? Ja, aber jetzt kommt's. Der Kollege draußen sieht hier dieses Hämatom und denkt an eine Schlagwirkung. Übersieht aber fehlende Anzeichen einer Gerinnung des Blutes. Also postmortale Verletzung. Leider kein Kunde für Sie, lieber Herr Berghammer. Das ist mir recht, Herr Doktor. Und die Frau mit dem glücklichen Gesichtsausdruck? Sie hören mir auf. Als Poet, wenn man versucht zu sagen, sie starb den Liebestod. Aber als Forensiker sage ich Ihnen, Todesursache Herzmuskelentzündung, dazu eine begreifliche Erregung, ein heißer Sommertag. Ja. Also 2 natürliche Todesursachen, womit wir überflüssig sind, oder? Mitnichten, Herr Berghammer, mitnichten. Und was halten Sie davon? Was soll ich davon halten? Mir reichen meine eigenen Leichen. Der ist auch aus Tölz ganz frisch reingekommen. Ja, aber den haben wir noch nie gesehen und da existieren auch keine Unterlagen. Was ist denn mit ihm? Ein sehr interessanter Fall. Das hier hätte meinem Kollegen draußen an der Front nicht passieren dürfen. Es handelt sich hier um einen Motorradfahrer. Der Kollege Notarzt hat das als klassischen Schädelbruch eingestuft. In Realita sehen wir aber hier die typischen Merkmale einer Strangulation. Hier die deutliche Verfärbung des Gesichtes oberhalb der Strangfurche, charakteristische Ekchymosen in der Augengegend. Wäre der Kollege im Krankenhaus nicht so aufmerksam gewesen, der Kunde wäre uns fast durch die Lappen gegangen. Und ausgerechnet hier war der Totenschein schon ausgestellt. Aha, und womit ist er stranguliert worden? Sie sehen ja, dass die Strangulationsfalte nicht sehr ausgeprägt und tief ist. Es war also ein weiches Tuch. So wie dieser Seidenschal hier, der sich bei der Kleidung des Toten befunden hat. Aber der ist ja zerschnitten. Sicher eine Maßnahme des Notarztes bei der Reanimation, nehme ich an. Der Täter nahm also dieses Tuch, so wie ich jetzt diese Mullbinde, und hat die Enden, den Knoten des Tuches, mit einem Ruck, darf ich mal, fest zusammengezogen. Hallo! Hey, klang schon. Sie sehen, so schnell geht das. Ja, sagen Sie mal, der gelbe Schal da, der war zweifelsfrei das Tatwerkzeug. Ja, hundertprozentig. Wir haben den Schal so probehalber um den Hals des Opfers gelegt. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Soll ich Sie denn zeigen? Nee, danke, es reicht. Nur so am Rande, Herr Berghammer, hat man bei der Leiche Geld gefunden. Ja, keine Ahnung, wir sehen die Leiche auch das erste Mal. Ja, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass die Taschen umgestülpt waren. Ganz so, als wären sie durchsucht worden. Sehr aufmerksam. Danke, Herr Doktor, da haben Sie einen wertvollen Beitrag zu unserer Polizeiarbeit geleistet. Ja? Herr Berghammer? Pfeiffer, meine Kollegin und ich führen gerade eine Diskussion über Polizeiarbeit. Haben Sie dazu was zu sagen? Na, gibt's einen Kaffee? Das nützt mir auch nichts mehr. Sie haben wohl die Polizeischule im Tiefschlaf durchwandelt, oder?
Die sind blöd, dass sie einen Unfall aufnehmen. Und sowas bewirbt sich bei uns bei der Kriminalpolizei. Wissen Sie was? Sind Sie, dass ich zum Bayerischen Roten Kreuz versetze? Das ist die einzige Organisation, wo nicht einmal Sie einen Schaden anrichten können. Aber Herr Berghammer, Sie haben doch selber gesagt, noch ein unnatürlicher Toter und Sie versetzen mich nach Nürnberg. Coburg, habe ich gesagt, aber das ist auch noch zu nahe. Wo ist denn nun die Akte von dem Unfall? Sabrina. Ja, wo ist denn? Da, in der Ablage. In der Ablage, da gehört sie. Unfallopfer nicht identifiziert, was heißt das? Ja, Papier hat er keine dabei gehabt. Und was ist mit dem Kennzeichen? Ist durch den Unfall wahrscheinlich abgerissen worden. Was heißt wahrscheinlich? Haben Sie es sichergestellt? Nein, habe ich mir gedacht, das mache ich heute bei Tageslicht der Siege besser. Bei Tageslicht der Siege mehr. Pfeiffer, sind Sie froh, dass ich nicht sage, was ich sagen möchte. Pfeiffer, haben Sie was anderes gefunden? Geldbeutel, Brieftasche, irgendwas? Geldbeutel war auch keiner da. Pfeiffer, da stehen wir wieder so ein Deppen auf der Kriegsmedizin, bloß dass ich zu faul sind, eine Taschenlampe zu nehmen und nachzuschauen, ob irgendwas umeinander liegt beim Verunfallten. Reg dich nicht auf, das kann tödlich sein. Tödlich ist wie was anderes. Pfeiffer, geh mal! Pfeiffer! Der ist mit seinem Roller von da oben runtergekommen und dann ist er in die Wiesen reingefahren und dann hat's ihn aufgestellt. Haben wir Bremsspuren? Nein, keine. Wieso liegt der Roller noch da? Ja, mei. Bisher wurde es ein Verkehrsunfall und da ist die Beseitigung Sache der Angehörigen. Sache der Angehörigen beim nicht identifizierten Opfer. Pfeiffer, bei Ihnen hackt's wohl. Haben Sie den Roller untersucht? Nein, nicht direkt. Habe ich nicht für nötig erachtet. Das habe ich nicht für nötig erachtet. Pfeiffer, schauen Sie, ob Sie eine Brieftaschen finden oder einen Fahrzeugschein. Was mit dem Nummernschüttel ist auch keins da. Wo ist das? War keins da. Dann suchen Sie eins. Na los, Pfeiffer. Irgendwas im Obduktionsbericht, aber besucht war. 0,1 Promille. Also betrunken war er nicht. Herr Berghammer, ich hab's. Tölz, Paula, Anton, 5-3. Ja, und Halterfeststellung, was ist damit? Halterfeststellung. Jawohl, Herr Berghammer. Bisschen Tempo. Ja, ja. Und machen Sie da alles kaputt mit Ihren Würstelfinger. Versauen Sie nicht die ganzen Spuren. Wo war mein Stäblin? Betrunken war er nicht. Was ich mir vorstellen kann, dass der Mörder hinter auf dem Sozius gesessen ist und während der Fahrt von hinten erdrosselt. Bitte, Benno, ist doch verrückt und außerdem gefährlich. Ja, war bloß ein kleiner Scherz. Was ist, Pfeiffer? Haben wir schon einen Halter? Ja, Herr Berghammer. Behalt's euch ein bisschen, der Herr Berghammer wartet. Der Tote ist ein gewisser Traghetto Giulio. Geboren 12. Juni 47 in, wie heißt das? Cadore. Warte mal, Traghetto, das sind doch die Besitzer von der Eisdiele. Machen übrigens ein wunderbares Casata. Naja, so heißt nicht. Mit ein bisschen Fantasie hat der ein bisschen südländisch ausgeschaut. Herr Berghammer. Ja? Ich glaube, der Tote war doch der Traghetto. Ja, wie kommen Sie jetzt da drauf? Weil heute früh nach Dienstschluss war eine Frau im Büro, die ihren Mann vermisst hat. Vom Typ her war sie Italienerin. Ja, was haben Sie da gemacht? Sagen Sie jetzt nicht das Falsche, Pfeiffer. Ich hab's heimgeschickt. War ja mein Dienstschluss. Haben Sie selber gesagt? Pfeiffer, bei Ihnen ist Hopfen und Malz verloren. Jetzt fahren Sie sofort zu dieser Frau Traghetto und bringen Sie den Gerichtsmedizin zur Identifizierung. Aber ein bisschen sensibel, ja? Jawohl, Herr Berghammer. Sensibel ist für Sie wahrscheinlich ein Fremdwort, oder? Nein, Herr Berghammer, kein Fremdwort. Jawohl. Aber sensibel ist ein Fremdwort. Sabrina. So, da haben wir schon die Frau Traghetto, Kollege Berghammer. Ja, ich bin reif. Grüß Gott, Frau Traghetto. Mein Name ist Berghammer, Kriminalpolizei Bad Tölz. Das ist meine Kollegin, die Frau Lorenzen. Tag, Tag. Frau Traghetto, Sie haben Ihren Mann als vermisst gemeldet. Ja, er ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Und er ist immer noch nicht gemeldet, oder? Nein. Frau Traghetto, wir haben heute Nacht einen Motorrollerfahrer, einen tödlich Verunglückten, aufgefunden. Und der Motorroller war dem Kennzeichen nach das Fahrzeug Ihres Mannes. Und jetzt müssten Sie den Fahrzeuglenker identifizieren. Ja. Bitte. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Mann nicht durch den Unfall ums Leben gekommen ist. Er wurde ermordet. Erwürgt. Erwürgt.
kann ich mir noch nicht sagen. Wir stehen auch am Anfang unserer Ermittlungen. Aber angesichts der Situation ist es vielleicht gescheiter, wenn der Kollege Pfeiffer sich vielleicht jetzt nach Hause bringt und wir besuchen Sie dann morgen, Frau Trachetto. Wieder schauen um mein Beileid. Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen irgendwie mehr. Ah! Du kennst das sie aus. Sind Sie Jane Marvel? Marvel, wenn Sie erlauben. Na gut, dann schießen Sie mal los. Ich habe in einer halben Stunde Vorstellung, Madam. Fabelhaft. Tadellos, das hätte ich besser nicht können, selber. Dann mit Text. Mein lieber Herr Pfarrer. Bitte entschuldigen Sie, dass ich so hereinschneie. Ich konnte ja nicht ahnen, dass Sie noch beim Mittagessen sind. Wunderbar, Frau Feckauer, wunderbar. Ja, aber jetzt müssen Sie auch essen. Ach so, ja. Sag mal, habt ihr jetzt Engländer? Nicht, dass ich wüsste, aber so wie es jetzt geschrieben haben, ist wahrscheinlich wieder eine Idee von unserer Kurverwaltung. Mahlzeit, Herr Berghammer, ich bin gleich weg. Bleiben Sie da sitzen, das ist Platz für alle. Hey, was ist das? Am Dienstag gibt es doch normalerweise einen Hackbraten. Setzen Sie sich, junger Mann. Sie werden essen, was auf den Tisch kommt. Jetzt hab dich endlich. Was ist jetzt das? Schottische Eier in Minzsoße, mein lieber Herr Inspektor. Ihre Frau Mutter hat das Rezept aus der städtischen Bibliothek. Die feine englische Küche. Aber am Dienstag gibt's doch immer Hackbraten. Als gehobener Beamter wärst du doch ein bisschen einen globalen Geschmack leisten können. Ups. Mama, es gibt tausend Arten von Eier. Harte Eier, weiche Eier, Rühreier, Spiegeleier, russische Eier. Aber deine schottischen Eier da, die kannst du an der Theatergruppe verfüttern oder bringst einen Prälat mit als milde Gabe, der freut sie wenigstens. Aber das ist doch Englisch. Englisch, Englisch. Du kannst nicht einmal Englisch schreiben. Schau dir mal der Schüttel an. Bed and Breakfast. Was du in Englisch kannst, ist maximal Yes und No. Und wenn es ganz hoch kommt, vielleicht nur Good Morning, aber dann beißt es auch schon aus. Aber wenn ich doch die Miss Marple spiele, dann muss ich es doch irgendwann einmal üben. Und was hat das mit dem zu tun, was wir da fressen müssen? Aber der Prälat hinter hat doch gesagt, der Schauspieler muss immer in seiner Rolle sein, von früh bis spät. Gell, das hat er gesagt. Gell? Hat er gesagt. Deswegen müssen die Sabrina und ich diese schottischen Eier in Minzsoße. Minzsoße, genau. Dann meinst du, die kocht zweimal. Und dann Herrn Springer schmeckt's. Ja. Oder? Da. Das Buch, das hat mir der Prälat geschenkt, da steht alles drin. Die Arbeit des Schauspielers an sich selbst. Schauspieler, spinnst du Rolle? Jetzt hör zu. Die Arbeit des Schauspielers an sich setzt überhaupt nie aus. Er hat ununterbrochen zu tun. Oder da, wenn der Schauspieler ganz von seiner Schöpfung erfüllt ist, lebt er das Leben der Rolle. Mama, das heißt doch nicht, dass eine kleine Pensionswirtin aus Oberbayern, die zufälligerweise mal in der Pfarrei, in der Theatergruppe, die Miss Marple spielt, dass die da herkommen muss wie ihre eigene Großmutter und den eigenen Sohn mit englischem Essen foltert. Er versteht's nicht. Der Schauspieler erarbeitet sich diese Form zu Hause. Genau das tue ich. Warum ist kein Bier im Kühlschrank? Weil es einen Tee gibt. Ein Tee? Ich glaube, du hast irgendwas falsch verstanden da drin. Ich habe überhaupt nichts falsch verstanden. Der Herr Prälat hat auch gesagt, das erfordert von jedem die totale Identifikation. Identifikation, wie er gemeint haben. Ja, genau, genau. Frau Berghammer hat er gesagt, nach der Frau Rutherford sind Sie für mich die Zweite. Die Bühnen der Welt stehen Ihnen offen. Hat er gesagt. Was hat er gesagt? Die Bühnen der Welt stehen Ihnen offen. Ja. Madame, der Herr Inspektor und seine reizende Kollegin ziehen es vor, im Biergarten zu speisen. Und dein Prälat hinter dem verhaftet in 2 Stunden wegen groben Unfug. Sabrina, komm. Goodbye, goodbye. Ah, Herr Prälat. Erna wollte ich sowieso gerade verhaften. Herr Berghammer, grüße Gott, aber wieso wollen Sie mich verhaften? Ich bin mir keiner Schuld bewusst.
Sind wir vielleicht was eingebrockt mit Ihrem Scheiß Stanislavski? Von wegen, der Schauspieler ist immer in der Rolle. Gestern auf nockrige schottische Eier, Minzsoße, heute noch früher, wie heißt der Porridge? Und unser Pension, da steht plötzlich dran, Bett und Breakfast. Da glaube ich, hat Ihre liebe Frau Mutter vermutlich etwas übertrieben. Aber im Prinzip hat sie recht, sie geht eben völlig in ihrer Figur auf. Und solange sie Ihnen als Miss Marple nicht ins Handwerk pfuscht. Das darf man gerade noch abgehen. Ich glaube, das sind ein paar schottische Eier schon zu verkraften, nicht? Und unser Theaterspiel dient ja auch einem karitativen Zweck und dem wollen wir uns doch alle nicht verschließen, nicht? Und betrachten Sie es doch als ein persönliches Fastenopfer. Ja, da hat er recht, finde ich auch. Ja. Sehen Sie, ich zum Beispiel spiele einen anglikanischen Pastor. Anglikanisch und verheiratet, das wird Gesprächsstoff in der Gemeinde geben. Aber ich betrachte das als Dienst am Gedanken der Ökumene. Dann wünsche ich Ihnen noch einen erfüllten Tag und Gottes Segen. Auch Ihnen, Frau Lorenz. Sie sehen, ich habe mir Ihren Namen gemerkt. Okay, wiederschauen. Ach, übrigens, Herr Berghammer, habe ich Ihnen noch gar nicht gezeigt. Soll das in der ganzen Stadt hängen? Ja, ist doch wundervoll. Ich kümmere mich persönlich darum. Also, ich finde es sehr gelungen. Entschuldigen Sie, Herr Prälat, steht nicht in der Bibel, du sollst dir kein Bildnis machen? Wie sagt so schön unser heiliger Don Bosco? Sind wir nicht alle Gaukler Gottes? Grüße Sie, Herr Berghammer. Buongiorno. Wir hätten noch ein paar Fragen an Sie. Ja, bitte, kommen Sie. Due Cappuccino am Elba. Angelo, i signori sono della polizia, per Giulio. Das ist Angelo, der Bruder von meinem Mann. Wollen Sie sich setzen, bitte? Danke. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Eine Cassata vielleicht? Oh ja, gerne. Danke, wir sind im Dienst. Ist doch kein Alkohol. Es wäre eine schöne Fortagetto, nehmen Sie bitte Platz. Frau Traghetto, wir haben gestern schon darüber geredet, Ihr Mann ist ermordet worden. Er wurde von hinten mit einem Halstuch erwürgt. Wir wissen allerdings noch nicht, ob es vor oder nach dem Sturz mit dem Motorroller war. Mama! Ja, Moment. Ja. Manche mal. Allora. Ich muss jetzt zur Theaterprobe. Jetzt schon? Du hast noch eine ganze Stunde. Ich muss aber noch nach Hause meine Sachen holen. Okay, tschüss. Tut's noch weh? Bis nachher. Mein Name ist Berghammer, Kriminalpolizei Bad Tölz. Ich darf gerne wissen, sind Sie hier angestellt oder arbeiten Sie zur Aushilfe? Nein, ich arbeite mit meinem Bruder hier. In der Saison. Und was machen Sie sonst? Sonst bin ich in Cortina, Cortina d'Ampezzo. Ich habe eine Skischule. Können Sie Skifahren? Nicht leidenschaftlich. Sonst mit... Cola, Vanilla, sind Sie hier Mitbesitzer an der Eisdiele? Nein, ich sammle Erfahrungen. Ich mache bald meine eigene Gelateria auf in Rosenheim. Ha, so läuft es. Frau Traghetto, wo waren Sie Montagabend? Aber, Signora, Sie werden doch nicht glauben, dass ich meinen Mann ermordet. Ich glaube grundsätzlich nichts. Aber ich muss Sie das leider fragen. Ich war zu Hause, wie immer. Ich arbeite hier nur bis 5 oder bis 6 Uhr und dann fahre ich nach Hause. Und wer ist denn in der Eisdiele? Mein Mann. Und Angelo. Elena, komm. Ja, ist gut. Was geschieht am Abend mit den Tageseinnahmen? So, Kommissar, schaut Sie. Mein Bruder war ziemlich stur. Er hat das Geld nie auf die Bank gebracht. Er hat es immer mitgenommen. Nach Hause. Ich habe ihm tausendmal gesagt, Giulio, das ist gefährlich. Und das hat er am Montagabend auch gemacht? Ja, natürlich. Warum fragen Sie das? Ja, weil wir beim Leichnam des Bruders kein Geld gefunden haben. Das kann nicht sein, Kommissar, bitte. Elena, Kommissar.
Il commissario dice che non hanno trovato soldi. Come non hanno trovato soldi? Ma se avevo almeno 6.000 marche, ma diglielo, dai. Maledetti assassini. Richtig verstanden, 6.000 Mark. 6.000. Wer wusste denn davon, dass ihr Bruder das zur Hand habt? Nur die Familie. Also Sie, die Frau Traghetta? Ja, Giovanna. Und Ihre Tochter arbeitet hier? Ja, normal schon. Aber zurzeit, da hat sie wenig Zeit. Sie spielt Theater mit Monsignore Hinter. Sie muss ja auch noch für die Schule lernen. Giovanna wird Abitur machen. Sie soll eine gute Ausbildung haben. Giulio hat immer gesagt, möchten Sie vielleicht doch eine Cassata? Danke. Herr Traghetta, jetzt verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich muss Sie das fragen. Wo waren denn Sie am Montag, nachdem die Eisdiele geschlossen war? Im Sportheim. Ich spiele Fußball. Bei den alten Herren von Bad Tölz. Fußball, welche Position spielen Sie da? Linker Flügel. Linke Seite. Ich habe immer ins Tor müssen, also wo ich noch gespielt habe. Ja. Das sind schon welche für weniger als für 6.000 Mark und Profbahn. Also bis okay, später. Servus. Bis später. Und wenn er nicht gestanden hätte, dann wären wir wohl alle unter Mordverdacht, oder? Nicht alle. Mein lieber Doktor, wie Sie wissen, ist das Studium der menschlichen Schwächen meine liebste Nebenbeschäftigung. Und in unserem Ort haben Sie auch dazu reichlich die Gelegenheit. Sehr richtig. Die menschliche Natur ist nun einmal faszinierend. Man nimmt irgendein Objekt, wie zum Beispiel den Regenschirm des Metzgers. Das Wesen der Kunst ist die Stille. Entschuldigung. Bitte, Frau Bergmann. Man nimmt irgendein Objekt, wie zum Beispiel den Regenschirm des Metzgers, der verlassen am Kleiderständer des Drogisten hängt, zum Anlass anzunehmen, dass der Metzger eine Affäre mit der Frau des Drogisten hat, während dieser wiederum mit der Frau des Kolonialwarenhändlers schläft. Sich trifft. Grüß Gott. Mein Name ist Lorenz Kripo Tölz. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja, sicherlich. Ja. Bitte. Ja, entschuldigen Sie schon, Fräulein, aber man muss halt schon vorsichtig sein, nicht? Man, da kann ja jeder kommen. Alle, weil wieder sieht man es im Fernseher, wie die Leute betrogen werden und, naja, wissen Sie schon. Da haben Sie ja recht. Ich komme wegen dem Tod von Herrn Traghetta, da haben Sie sicherlich schon davon gehört. Ja, schrecklich, mit seinem Roller, gell? Ja, wie man es nimmt. Er wurde Opfer eines Raubmordes. Was? Haben Sie da vielleicht in der letzten Zeit irgendwas Verdächtiges bemerkt? Was ist denn? Ach, das ist meine Frau. Das Fräulein da ist von der Polizei. Stell dir vor, ein Traghetta, den haben sie umgebracht. Raubmord, sagt's. Sag ihre Kleid, dass wir nichts wissen. Sie wissen ja noch gar nicht, was ich wissen will. Ja, das kennt man schon. Ich bitte Sie, ich wollte nur wissen, ob Sie in der letzten Zeit irgendetwas Verdächtiges bemerkt haben. Fremde Leute, die das Haus beobachten oder so ähnlich. Nein, gar nichts. Hier kommen nie Fremde her. Nicht einmal Urlauber. Schäm dich lieber selber. Wie kommt es denn, dass mein Vater dir das meiste Geld vermacht hat? Weil du ihn eingewickelt hast. Schlag vor, du bist jetzt einmal still. Beachte sie gar nicht, Lorenz. Sie möchte nur, dass ich die Fassung verliere. Wenigstens könntest du ihn in Ruhe lassen, bis er unter der Erde ist und alles aufgeklärt ist. Sei endlich still, Virginia. Nein und nochmals nein. Ganz gleich, wie kühl und selbstbeherrscht und Anwesenheit von anderer sein kannst. Wenn du mit ihm alleine bist, dann bist du ganz anders. Ich habe viel zu viel gesehen. Mein armer Vater, du bist nicht besser als eine hochbezahlte Prostituierte. Virginia! Es wird Zeit, dass ihr mal jemand eine Lektion erteilt. Virginia! Schon gut, Herr Pfarrer. Ich gehe. Böse Dinge werden wachsen. Nie begraben, nie vergehen.
bis sie alle Menschen sehen. Bis sie alle Menschen sehen. Giovanna. Mein Gott. Kind. Ausgerechnet heute die Szene mit dem armen Vater. Wie unsensibel von mir. Hat denn bitte jemand ein Taschentuch? Herr Brillat. Das Mädel ist ja ganz aufgelöst. So. Ja. Nimm das Taschentuch, komm. Das wird schon wieder. Ich dachte, das Theaterspiel würde ihr in ihrer persönlichen Situation helfen. Kinder, ich denke, für heute lassen wir es genug sein nach diesem großen Moment, den Giovanna uns da geschenkt hat. Und sonst ist Ihnen nichts weiter aufgefallen bei der Familie Traghetto zum Beispiel? Da können wir gar nichts. Sehr fleißige Leute, angenehme Nachbarn. Muss man schon sagen, für das, dass Italiener sind. Geh, Simon. Hä? Ja gut, also dann gehe ich mal wieder, da Sie ja eh nichts wissen. Wiederschauen. Wiederschauen. Warum hast du jetzt nichts gesagt? Wir hätten die Roller haben zum Erzählen gehabt für die Polizei. Vielleicht wäre es wichtig gewesen. Ja, und hinterher haben wir die Scherereien und Stängeln in der Zeitung. Nichts wird gesagt. Da unten brauchen sie nicht fragen, die sind in Urlaub. Und du brauchst dem netten Fräulein gar nicht so nachschauen. In deinem Alter. Dass du nicht schamst. Auf Wiedersehen. Fräulein Traghetto, was haben Sie für ein Verhältnis zu Ihrem Vater gehabt? Ein gutes. Warum? Wir wissen inzwischen, das heißt, Sie wissen es vielleicht auch von Ihrer Mutter, dass Ihr Vater, also dass der ermordet worden ist. Also, er wirkt von hinten mit dem Halstuch erdrosselt. Ja, ich weiß. Und der Ordnung halber, also verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, aber ich muss Sie das fragen, wo waren Sie denn am Montagabend? Ja, hier auf der Theaterprobe. Ja, aber das weißt doch, dass sie auf der Theaterprobe war. Du hast es ja gesehen, wie du mich abgeholt hast. Mama, das weiß ich nicht mehr. Wie sind Sie denn dann nach Hause gekommen? Der Andreas hat mich heimgebracht. Wann war das? So um 11. Genau weiß ich es nicht mehr. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Was hat die Mutter da gemacht zu dem Zeitpunkt? Die Mama, die hat schon geschlafen. Geht immer so um 10 ins Bett. Aha, und Sie haben also die Giovanna nach Hause gebracht? Ja. Herrschaftszeiten, was fragst du denn da? Das sind junge Leute, die gängen nicht immer gleich direkt heim. Ja, Mama, das ist mir bekannt. Ein Polizist geht nicht ganz am Leben vorbei. Was haben Sie mit dem Auge gemacht? Da bin ich gestern Nacht im Küchenschrank angerannt. Da bringt man dem armen Mädel einen Vater um und du fragst nichts als nach einem Alibi. Kein Funken Mitgefühl. Und du kannst mir erzählen. Aber das braucht man wahrscheinlich nicht bei der Polizei. Von mir hast du das nicht, das sag ich dir gleich. Und von Papa hast du das auch nicht. Steig ein. Ihr von der Polizei. Ihr verdächtigt ja allemal bloß die Ausländer. Warum schiebt es die nicht alle gleich ab? Mama, jetzt hör mit dem Schmarrn auf. Bei so einer verdächtigen Familie müssen wir alle noch mal Alibi befragen. Das ist Polizeiarbeit und nichts mit Ausländern zum tun. Aber was rede ich überhaupt mit dir? Mafia. Was? Ich sage nur Mafia. Das war bestimmt so ein Schutzgelderpresser. Mama, Krampf. Oder die Mafia wollte ihnen die Eisdiele wegnehmen, weil sie es selber brauchen, als Geldwaschmaschine. Anlage, ja. Geldwaschanlage, Mama. Ist doch wurscht. Und der Vater von der Giovanna, der hat sich gewehrt. Dann haben sie ihn an den Killer geschickt. Oder er hat sein Schutzgeld nicht gezahlt. Das ist die Quittung. Genau, wenn die Mafia ihn umbringen, dann schießt er mit abgesackelten Schrotflinten, betonieren einen Pfirsich und schmeißen den Starnberger See. Wer weiß, wie viel in die bayerischen Seen schon umeinander liegen. Aber ihr kümmert euch ja um nichts. Die CSU sagt es alleweil und XY auch, dass das organisierte Verbrechen in Bayern längst Fuß gefasst hat. Okay, Mama, sei froh, dann bin ich wenigstens nicht arbeitslos. Weißt, als Kriminalbeamter muss man heutzutage schon auch ein bisschen global denken. Du schaust ja nicht über Holzkirchen aus. Drum wäre da nichts aus dir. Mama, wenn du jetzt eine berühmte Schauspielerin wirst, dann kannst du sie alle zu Wort halten. Das Verbrechen schläft nicht.
Und die Mafia schon gleich gar nicht. Obwohl der Italiener eher dafür bekannt ist, dass er länger schläft. Das ist doch bloß ein Trick von denen, die arme Familie Draghetto. Die Mafia, die lässt ja jetzt nicht locker. Auf einen Mord mehr oder weniger kommt es doch denen gar nicht an. Heute hast du mir starten Frühstück an Zedel hingelegt. Die Mafia schläft nicht, aber ich auch nicht. Gruß, Miss Marple, jetzt kurz ist ganz. Sag mal, heißt das, du hast noch nicht gefrühstückt? Nein. Das kann ein Scheißtag werden. Steh drüber. Da. Ich glaube, wir setzen uns dem schweren Verdacht der Neugierde aus, Frau Berg. Wenn der Giovanna was passiert, dann mache ich mir mein Leben lang Vorwürfe. So ein nettes Madel. Und was schlagen Sie vor? Grüß Gott. Grüß Gott. Was kosten denn Ihre Zeitungen? Sie interessieren sich für unsere Gemeinschaft? Ja, auch, aber zuvor tät ich gerne mal Ihre Heftel durchblättern. An wirklich Interessierte geben wir unsere Schriften gerne umsonst. Aber darf ich Ihnen ein Angebot machen? Ich schenke Ihnen jetzt zuerst den Wachturm und dann die neueste Ausgabe von Erwachet. Und dann besuche ich Sie zu Hause und wir lesen gemeinsam in der Bibel. Na, das geht nicht, das ist ja zu weit. Mein Mann und ich, wir sind ja nicht von hier, wir sind ja von Bad Aibling. Wir sind beide nur zur Kur hier. Ja, geben Sie mir nur die Zeitungen, ich zahl's auch. Wenn Sie drauf bestehen, nehme ich gerne eine Spende von Ihnen. 8 Mark kriege ich dann bitte. Ja, Sie haben wir da noch 2. Dann nehme ich die anderen auch noch. Mein Mann hat gern seine eigene Lektüre. Gell, Hubert? Aber selbstverständlich. Hier, dann kriege ich noch einmal 8 Mark und haben Sie viel Freude daran. Ja, das sind ja noch mehr Zeitschriften. 10 Traktate zu vertreiben, habe ich mir als wöchentliches Ziel auferlegt. Ah, dann nehme ich jetzt alle, dann kriegen Sie 6 Stück, sind das, dann kriegen Sie jetzt 24 Mark. Darf ich Ihnen noch unsere neue Bibel anbieten? Ein sehr schönes Werk in Leinen gebunden. Aber was kostet das? Ich glaube, als Spende sind 40 Mark nicht zu viel. 40 Mark? Ah, Hubert, gib mir 40 Mark. Dankeschön. Sie werden Ihre Investition nicht bereuen. Das Heil unserer Seele sollte uns jede Mark wert sein. Der Herr gibt, der Herr nimmt. 20, 40, 70, 80. Der Name des Herrn sei gepriesen. Hiob 1, 21. Die ist ja nur schlimmer wie unser Prälat. Und besuchen Sie uns doch mal in unserem Königreichssaal. Auf Wiedersehen. Was habe ich gesagt? Das war aber jetzt ein teurer Spaß, Frau Bierkammer. Warum haben Sie denn das gemacht? Ja, wenn die Heftel noch gehabt hätte, war die doch nie aus dieser Ecke rausgegangen. Und jetzt, Mr. Springer, an die Arbeit. Aber Frau Berghammer, wir können doch nicht mitten am helllichten Vormittag, wenn uns wer erkennt. Ja, dann tun Sie Ihre Brille runter, dann erkennt Sie kein Mensch. Außerdem heiße ich nicht Hubert. Wo ist eigentlich der Pfeifer? Den habe ich auf Streif geschickt, aus gegebenen Anlass. Du sag mal, was steht eigentlich über den spannenden Akte drin? Wolfgang Spahn, geboren 16.07.76 in Tölz, 6 Punkte in Flensburg wegen zu schnellem Fahren, einmal bei Rot über die Ampel. Also ich würde sagen, Opel Kadett, 3 Reifen aufgebohrt. In meiner Jugend hätte ich gesagt, wahrscheinlich NSU Prinz. Hast du sowas mal gefahren? Selbstverständlich. Hast du reingepasst? Das ist lang her. Mein Orthopäde hat mir ausdrücklich verboten, so lang herumzustehen. Jetzt reißen sie einen zusammen. Eine große Sache. Muss man auch ein bisschen ein Opfer bringen, oder? Da kocht doch wer. Du hast den Instinkt eines Trüffelschweins. Ja, so wird Mama zurzeit kocht. Schaden tät's dir nicht. Grüß Gott. Grüß Gott, Frau Spann. Ja, grüß Gott. Wir sind von der Polizei, das ist die Frau Lorenz, mein Name ist Berghammer. Ja. Und wir müssen mit ihrem Buben einmal reden. Was, mit dem Wolfgang? Der ist schon wieder schnell gefahren. Nee, es geht um eine Zeugenaussage. Ach so. Er hat einen Unfall beobachtet und da haben wir ein paar Fragen. Ja, der ist bestimmt noch draußen, der wollte nämlich in die Stadt fahren. Komm mit einmal. Wolfgang! Heißt nicht so. Da sind 2 von der Polizei. Wo ist er denn wieder?
Herr, der wird gleich kommen. Was gibt's heute? Schweinsbraten, wie Sie sehen. Sehe, genau. Wie machen Sie den? Ja, meistens ganz einfach. Wissen Sie, mit Salz und Pfeffer, ein bisschen Eireiben anbraten, gelbe Rum rein, vorher glasieren mit Zucker. Und dann aufgießen ein bisschen. Oder machen Knoblauchzehen reinlegen. Oh oh, der hat's aber eilig. Wieso? Das hat er mich nicht verstanden jetzt. Ja, weiter, wirklich. Ja. Kollegen, Fahndung ausschreiben nach einem roten Pickup. Tölzer Kennzeichen Ida Ludwig 54 auf dem Weg von Unterenberg nach Geisach. Fahrer befindet sich auf der Flucht und bitte beeilt euch. Bisschen italienisch, aber macht nichts. Hauptsache, es ist keine Minze. Minze, Sie waren gut, Minze. Höchstens für den Nachspeis, ne? So wie Sie, am Schluss werden Sie ein bisschen Bier drüber. Hallo, beeil dich! Aber ein dunkles. Ein dunkles, gut, bitte. Ne? Ja, wieso wird es ein helles? Mann, nun setz dich in Bewegung, der ist schon über alle Berge. Ja, der kommt uns doch nicht aus, meinst du, der rennt mir wegen dem. Hey, weißt du, wie die einen Schweinsbraten macht? Interessiert mich nicht. Ah, das kommt Frau Berghammer. Ja, wie geht's Ihnen denn? Dankeschön, gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Schon in meiner Jugend habe ich Sportverbot bekommen, wegen meiner schlaffen Knie. Jetzt nehmen Sie sich doch ein Beispiel an dieser Zeugin Jehovas. Mit was für einem freudigen Gesicht sich diese Frau für ihre Religion Tag für Tag die Gebeine in den Bauch steht. Ja, deswegen bin ich ja auch katholisch. Schließlich bin ich ja jetzt Frührentner und nicht Privatdetektiv. Pass auf, nochmal, die schmiert den erst ein, den Schweinsbraten, mit Knoblauch, Salz und Pfeffer oder Paprika kann man auch hernehmen. Und da muss man möglichst lang muss man ihn dann im Ofen lassen, also 2,5 Stunden Minimum, und immer ein bisschen abgießen. Aber nicht vergessen, ein Brotscherzel dazu, dass die Soße ein bisschen sämiger wird, weißt du, so Kanten, wie ihr sagt, Brotscherzel, Kanten, sagt sie in Berlin, glaube ich, dazu. Es muss ganz langsam gehen. Du darfst beim Schweinebraten nichts übereilen. Da musst du einfach Zeit lassen, weil es schmeckt. Und dann wird er schön knusprig. Und du kannst einfach mit Knedelwasser aufgießen, dann wird die Soße noch sämiger. Das wird wunderbar. Ganz am Schluss ein dunkles Bier. Schweinsbraten, glaube ich, hast du keine Ahnung. Aber wenn es so wie er die macht, mein, hoffentlich kocht die Mutter bald mal wieder gescheit. Ich bin Vegetarierin. Aber das ist doch ein Schweinsbraten und das beste Gemüse ist immer nur das Fleisch. Fahr! Ja, ich fahr ja eh. Hab ich eigentlich jetzt alles aufgezählt, was ja. Ja! Die hat nur was gesagt, da komm ich jetzt nicht mehr drauf. Die hat noch irgendein Gewürz, hat die noch gesagt. Kümmel! Ja, aber ich schon mag auch keinen Kümmel. Ja, Kümmel ist aber vegetarisch. Keine Mafia weit und breit. Dieselbe kriminalistische Ausdauer wie mein Sohn. Aber wenn ich das immer halten muss, tun mir die Arme weh. Herr Springer, ich muss Ihnen sagen, wie es ist. Ich bin von Ihnen sehr enttäuscht. Noch ein Mucks und schon duscht's. Pfeifer! Ja, Herr Berghammer? Pfeifer soll nicht umbringen. Ihr Anblick reicht, um ihn zu erschrecken. Herr Berghammer, das ist Dienstvorschrift. Ja, ist schon recht. Bringt's nach der Inspektion. Also, aufstehen, Beine zusammen. Los, komm, geh mal. Ich weiß, was ich vergessen habe. Man kann nur Rosmarin oder Thymian dran tun, aber dann schmeckt er ein bisschen italienisch, der Schweinsbraten. Hauptsache keine Minze. Das habe ich auch gesagt. Vielleicht ist er die Familie Draghetto selber bei der Mafia. Und das arme Kind weiß nichts davon. Vielleicht handeln die sogar mit Drogen.
Also ich brauche auf jeden Fall jetzt eine Pause. Okay, das wissen Sie schon, wie die Mafia ihre Opfer umbringt. Hm? Beton um die Füße, eine ins Wasser und dann vierte Kopf. Finde ich auch. Und ist ja auch hier sehr angenehm. Diese Ruhe und Beschaulichkeit. Frau Berghammer, immer unterwegs. Herr Springer, grüß Gott. Grüß Gott. Der Herr Springer und ich, wir wollten gerade in die Eisdiele. Wegen der Hitze. Ja. Gönnen mir ja auch zuweilen ein Bananensplitter, ein kleines Laster für mich, aber man sieht's ja auch. Ach, Sie sind doch gärtenschlank. Was sagt denn da unser eins? Ja, wie gesagt, ich will Sie nicht aufhalten. Grüß Gott zusammen. Grüß Gott, Herr Prelat. Nicht vergessen, um 4 Uhr die Generalprobe. Nein, wiederschauen. Träumen lassen, dass der auf einmal daherkommt. Das war knapp. Aber jetzt Kaffee und Eis. Grüß Gott. Buongiorno. Da her. Da haben wir den totalen Überblick. Und uns aber die Hälfte näher. Mit Milch. Und ein Eisbecher Pumuckl, bitte. Sie bitte. In dem Eisbecher Pumuckl ist nämlich genau dasselbe drin wie im Capri-Becher. Nur um 1,50 Mark billiger. Hier war Kuschel. War der so verrückt? Ich tue aus. Jetzt holt sich der Orni noch hinten zu. Das ist dauernd der Italienisch von denen. Der Italiener als solcher spricht wahrscheinlich immer so untereinander. Voll Teufel, das ist ja Pfeffer mit dem Tee und das mit Milch. Meine liebe Miss Mapple, für eine große Sache muss man auch mal Opfer bringen. Ihre Worte hätten Sie sich auch eisen. Fräulein, reden Sie doch nicht so saunett daher. Ein Espresso, bitte. Ein Espresso, sì. Subito, signora. Jetzt geht die auch hinter, statt dass man einen Kaffee bringt. Jetzt setzen wir uns dann über, dann verstehen wir vielleicht besser, was die reden. Was reden denn die? Ich verstehe kein Wort. Questa faccia triste, dai. C'è poco da ridere. Faccia triste? Sagt er zu ihr, das muss trauriges Gesicht heißen. Sie sagt aber, sie kann nicht lachen. Ma dai, ma che stato è stato, no? Continuo a pensarlo. Perché? Sei meritata la morte, no? Mors Mortis, der Tod, Meritum, das Verdienst. Er hat den Tod verdient. Der Traghetto. Cosa ha fatto? Il fratello del marito. Mamma mia, mi vergogno. Ja, und dann sagt sie noch, mit dem eigenen Bruder. Mehr habe ich nicht verstanden. Che dici? Quello non lo rimpiange nessuno, dai. Lo hanno assassinato. Assassinato. Perché? Per i soldi. I soldi, i soldi. E piantala di parlare dei soldi. No, tu non gridare. Sì. Vuoi che tutti sappiano che siamo assieme? La polizia già mi sospetta. Scusa. Mit der Isoldi und mit der Polizei. Nein. Isoldi heißt an das Geld. Er sagt, dass sie immer nur ans Geld denkt. Und dann auch noch was mit Polizei erzählen und plötzlich verdächtig. Ich glaube, das wird sehr spannend, Frau Berghammer. Das sag ich ja. Bloß mein blöder Sohn, der glaubt mal wenigstens. Der wird sich noch wundern. So, Herr Spahn, zu uns raus.
drüber. Prendere il suo posto come se non ci fosse stato niente. Ma che posto? Che dirà la gente? E che gente? Penserà la tua famiglia? Cosa dirà Giovanna? Ma che Giovanna? Giovanna se non sa niente. Ma Giovanna mica stupida. Dai, fatti. Dai. Lascia, io ti amo, tu lo sai, sai che mi piace quando senti se da questo bacio. Ganz wunderbar, Herr Springer, bravo. Jetzt weiß ich, warum ich sie überhaupt mitgenommen habe. Ja, und dann sagt sie noch, er soll ihre Tochter nicht für dumm halten. Aha, aha. Das heißt, die beiden haben ein Verhältnis miteinander. Die Frau ist nur aufs Geld aus. Die Tochter, das arme Kind, weiß nichts davon. So ungefähr. Weiter reichen leider meine bescheidenen Sprachkenntnisse als Altphilologe nicht verwirken. Jetzt hören Sie aber auf. Wir wissen ja mehr, als wir überhaupt wissen müssten. No, lascia mi. Hm? Devo andare fuori. E non essere tristi, che se no i soldi non li fai. Mord aus Liebe. Getarnt als Raubmord. Da wird er schauen, mein Herr Sohn, weil er allerweil meint, dass er immer recht hat. Naja, Mafia-Fall ist es natürlich keiner, aber so ist es doch auch sehr schön. Schon ein unheimliches Gefühl. Ein Mörder in so unmittelbarer Nähe. Weiß Gott, Frau Birk. Herr Spahn, ich glaube, Sie verkennen die Situation ein bisschen. Das ist kein Verkehrsdelikt. Wir sind hier bei der Mordkommission. Ja, und? Ich hab keinen umgebracht. Was kann ich dafür, wenn Sie der Italiener da rennt? Ich hab ihn bloß gefunden. Herr Spahn, das sagen Sie. Aber könnte es nicht möglich sein, er war gestürzt und nur bewusstlos und Sie haben ihn dann erdrosselt und ausgeraubt? Hab ich nicht. Sie fix, warum sollte denn den umbringen? Möchten Sie einen Kaffee? Nein, ich trinke keinen Kaffee. Aber ich brauche einen. Herr Spahn, wie erklären Sie uns dann, dass in dem Moment, wo wir bei Ihnen daheim aufgetaucht sind, Sie sofort geflohen sind? Hä? Herr Kammer, da schauen Sie her, was wir von der Spurensicherung unter der Fußmatte von seinem Auto gefunden haben. 6.120 Mark. Wir haben schon Nachzeit. Herr Spahn, was ist das? Ja, mei. Geht halt. Sie erlauben, dass wir uns wundern, dass Sie das sämtliche Ersparnis im Auto unter der Fußmatte spazieren fahren. Herr Spahn, es muss Ihnen doch klar sein, dass wir das Geld zur Spurensicherung bringen. Und ich schwöre Ihnen jetzt schon, dass die Fingerabdrücke der gesamten Familie Traghetto drauf sein werden. Also. Also gut, ich hab's genommen. Ein bisschen deutlicher, ein bisschen exakter, ein bisschen ausführlicher, bitte. Ja, ich hab's genommen. Aber der war doch schon tot. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich bin hingekommen und da ist er schon so komisch angeflaggt. Bin hingegangen, habe ihn umgedreht und wollte schauen, was ihm fehlt. Aber da war nichts, nichts. Das müssten Sie mir glauben. Und wie sind Sie dann an das Geld gekommen? Wenn ich ihn umgedreht habe, hat der Kuvert aus der Innentasche von seiner Jacke geschaut.
nicht genommen. Aber ich habe ihn nicht umgebracht, wirklich nicht. Ich darf Ihnen ja gern Glauben, Herr Spahn, aber Sie kennen das schöne deutsche Sprichwort, wer einmal lügt. Und wenn er auch die Wahrheit spricht? Pfeife, halten Sie es mal. Herr Spahn, die Spurensicherung wird jetzt Ihren Wagen von Kopf bis Fuß untersuchen, nach Faserspuren etc. Und da werden wir schon alles finden, was wir brauchen. Dann stehen Sie nämlich sauber da. Benno, mit Hans, steht da vor mir Hans. Mama, ihr kennt einfach da so einen Platz. Aber wir haben den Täter. Oder vielleicht die Täter. Jetzt raus hier, komm, ihr macht mein Protokoll fertig. Kommt immer raus. Aber der Fall ist gelöst. Mama, raus. Versteh doch endlich. Komm, geh mal. Sabrina, ich schwöre. Mama, du kannst einfach bei uns in der Vernehmung einplatzen, deinen privaten Senf dazu geben, der keinen Menschen interessiert. Ich werde sehen, ob das keinen Menschen interessiert. Herr Kommissar, wir zwei, wir wissen nämlich, wer der Täter ist. Und wir wissen es auch, da drin sitzt er nämlich. Komm jetzt. Das wittige Bauernbürscher. Mama, ein Raub hat er schon gestanden und am Morgen im Warenhaus. Los, komm. Der weiß doch gar nicht, was er redet. Das ist doch ein Deppele. Verstehst du nicht, mit welchen Methoden man überhaupt aus so einem anderen Menschen ein Geständnis rauspresst? Das möchte ich mal wissen. Mama, jetzt reicht's doch. Die wahren Täter, weißt du was? Die hocken in der Eisdiele. Der Draghetto, der Bruder von dem Ermordeten und die Frau, die haben nämlich, jetzt reden heute sie auch mal was. Ja, in der Tat, Herr Berghammer, wir wurden Zeuge eines Gesprächs, aus dem eindeutig hervorging, dass die Ehefrau mit dem Bruder eine Liebesbeziehung unterhält. Ja, und? Sie ist nur aufs Geld aus, hat er gesagt. Und dann hat er gesagt, dass der Draghetto den Tod verdient hat. Das hat der eigene Bruder gesagt. Was sagst du jetzt? Da sag ich gar nichts. Heißt das, dass du die Ermittlungen einstellen willst? Genau das heißt. Und jetzt gehen wir wieder schauen. Das habe ich mir gedacht, dass du so denkst. Wir gehen, Herr Hickhack. Kriminalistischer Sachverstand ist hier offensichtlich nicht gefragt. Sie werden noch an uns denken, mein lieber Herr Inspektor. Also, wo waren wir? Habe ich den nach meiner Auffassung mit zwei F wie Pfeife. So viel F. Leblosen zur Seite gedreht. Punkt. Richtig bis jetzt. Jetzt spinnt's ganz. Was ist denn? Meine Mutter, die Wahnsinnige, jetzt ermittelt auf eigene Faust als Miss Marple. Und der Mörder war der Bruder des Ermordeten, weil er angeblich ein Verhältnis mit der Frau Targetto hat. Ja, aber das ist doch ein super Motiv. Ja, fang du an, Spinner, das ist doch ein Schmarrn. Nur weil das eine Situation ist, Hase, die du nicht kennst. Das kennst du nicht her. Pfeifer, mach uns weiter. Was soll ich denn schreiben? Dass ich zur Seite gedreht habe. Punkt. Aus der Tasche des Verunfallten, Verunfallten mit zwei L. Kann ich nicht schreiben, aus der Tasche des Toten. Jetzt wird weiter ermittelt. Und wenigstens reißt, mein Herrn Sohn. Und heute auf Nacht gibt's Reis mit Minzsoße. Gerade extra. Ist doch der Giovanna Draghetto. Die hinkt doch. Wenn sie beim Turnen verletzt haben, sag ich doch immer, Sport und Turnen füllt Gräber und Urnen. Oder sie ist vom Motorroller gefallen. Ich bin nicht blöd, ich bin ja nur blöd wie der Pfeifer. Selbsterkenntnis. Ich war doch bei der Mama auf der Probe und da hat die Giovanna eine Stelle spielen müssen. Also da ging es auch um Vatermord, also in dem Theaterstück ging es um Vatermord. Und da war die so irgendwie, da hat die was gespielt, das war unglaublich. Die war irgendwie unheimlich betroffen, die ist schon fast zusammengebrochen, das war unheimlich. Vielleicht ist sie auch nur begabt. Na, begabt ist was anderes. Die hat da einen Satz sagen müssen, Moment. Die böse Dinge wachsen und werden nicht vergehen, bis sie alle Menschen sehen. Und über diesem Satz ist die vollständig ausgeflippt. Das würde doch bedeuten, die Tochter hat was mit dem Mord an dem Vater zu tun. Denn Mord hat ja schon keine Zunge, spricht mit wundervollen Stimmen. Was ist das jetzt? Hamlet, Shakespeare, ich denke, du weißt immer alles. Krampf. Aber das Mädel hat doch nichts mit dem Mord zu tun. Ich meine, der hat doch ein Alibi, der Freund hat es doch heimgebracht. Mein erster Freund hätte für mich auch jeden Meineid geschworen. Heute noch. Doch nur Kind, schau doch mal hin. Also, Frau Berghammer, ich weiß jetzt immer noch nicht, warum wir mit diesen eigentümlichen Handwagen mitten durch die Stadt fahren. Aber Mr. Springer hat ein bisschen mehr Fantasie. Erinnern Sie sich nicht, vier Frauen und ein Mord? Da ermittelt die Miss Marple bei den Nachbarn vom Mordopfer. Ein unvergesslicher Film. Ja. Und die Rudefort sammelt so einen Club für irgendeinen Kirchenbasar. Und genau das machen wir jetzt auch. Die Leute zu
wenn man nur richtig mit ihnen redet. Aber die Traghettos wohnen doch ganz da droben. Ja, freilich, deswegen gehen wir ja jetzt am Bergen auf Schirm so. Mr. Hickhack. Halt. Ja, von mir aus. Die Polizei hat ihre Methoden, wir haben unsere eigenen. Wie Sie meinen. Grüß Gott. Bergkammer. Ja, das ist ja schön, dass Sie bei uns vorbeischauen. Überall in der Stadt hängen ja jetzt Ihre Plakate, Gens. Ja, ja, ja. Und was machen Sie da bei uns herum mit Ihrem Wagen? Wir sammeln für einen Tombola von unserer Pfarrei Nachbar in Not. Es gibt da so viele arme Menschen, gell? Ja, da haben Sie aber recht. Ich sag immer zu meinem Simon, Simon, wir wissen ja gar nicht, wie gut es uns geht. Da haben Sie aber schon viele schöne Sachen beieinander. Für einen guten Zweck, da gibt ja jeder gern. Schau, Simon, das ist die Frau Berghammer. Weißt du schon, die, wo jetzt in dem Theaterstück in der Pfarrei die Dings, die, na, wie heißt denn jetzt gleich die englische Schauspielerin? Margaret Rutherford. Ja, genau die. In den Krimis die. Die spielt, jetzt hab ich dir doch erzählt, Margarete Rutherford. Ach so, ja freilich. Grüß Gott. Und jetzt sammelt so ein Nachbar in Not für eine Tombola in der Pfarrei. Geh weiter. Wir haben doch den Schirmständer von der Anni zur Silberhochzeit. Weißt du schon, der wo nirgendwo dazu passt. Den könnte man der Frau Berghammer doch geben. Ah, Gott zum Gruß, die Damen. Wo findet man denn den Herrn Prälaten? Da hinten bei den Rosen. Heißen Dank. Eigentlich hätte ich ja von Geld gezogen müssen bei den Klosterfrauen. Oh, Herr Berghammer, Gott grüße Sie. Und wie immer an Ihrer Seite die Frau Lorenz, auch Ihnen grüß Gott. Hallo, Herr Prälat. Ja, grüß Gott, Herr Prälat. Die Klosterfrauen haben mir schon gesagt, dass Sie beim Rosenschneiden sind. Ja, ja, ich suche vor der Premiere heute Abend noch ein wenig Zerstreuung hier in Gottes wundervoller Schöpfung. Aber womit darf ich Ihnen dienen? Wir brauchen eine Auskunft. Nun, frisch von der Leber weg. Die Giovanna Traghetto, die spielt ja bei Ihnen mit. Ja, 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 ja. Sehr eifriges, sehr begabtes Mädchen. Sie haben sie doch neulich auf der Probe gesehen. Genau. Uns würde es interessieren, was die Giovanna für ihr Verhältnis zu ihrem Vater gehabt hat. Herr Berghammer, Herr Berghammer. Sie bringen mich da in eine delikate Lage. Also nicht, dass ich mich jetzt auf das Beichtgeheimnis berufen möchte, aber als Seelsorger, der man ja auch in erster Linie ist, muss man da schon sehr vorsichtig sein. Herr Prälat, ich möchte von Ihnen nicht der Aussage. Ich hätte gern, wie soll ich sagen, eine allgemeine Einschätzung der Situation, also sozusagen ein seelsorgerisches Zertifikat, wenn Sie so wollen. Und was sagen jetzt Sie zu der Geschichte mit den Eisdielenbesitzer? Schrecklich, gell? Und den ist nicht schade. Ein unangenehmer Mensch. Sie haben den kennt? Das war doch unser Nachbar. Schauen Sie, gleich da drüben. Ein typischer Italiener, sag ich Ihnen. Bei der kleinsten Kleinigkeit ist der ja schon auf 100 gewesen. Seine Frau und seine Tochter hat der vielleicht umeinander gelassen. Was wir da oft mit angehört haben. Wir wollten ja schon direkt einmal die Polizei holen. Ach, so ist es zugegangen bei denen. Okay. Simon habe ich dann aber gesagt, lass. Man weiß nie, in was man sich da einmischt. Danach gehen es dann alle auf uns los. Die Mafia, verstehen es. Ja, vielleicht ist das ja in Italien so üblich, nicht wahr? Ja, man soll sich nicht einmischen. Das sage ich auch allerweil zu meinem Sohn. Übrigens, mein Sohn hat gesagt, dass die Traghetto ein Verhältnis hat. Mit dem Bruder von ihm? Ja, freilich. Sie hat sich direkt genieren müssen. Der eine ist raus bei der Tür, ist der andere schon dahergekommen. Ein unangenehmer Typ, so ein richtiger Papagallo, wie man so sagt. Also, im Finster möchte dem nicht begegnen. Naja, mir tut ja nur die Tochter leid. Er ist so ein nettes Mädel und so anständig. Ja, das sag ich auch allerweil. An die Kinder bleibt's allerweil hängen. Ja, also, gut ist die Beziehung, war die Beziehung von Giovanna zu ihrem Vater nicht. Er hatte schon ein sehr südländisches Temperament, sehr, sehr eifersüchtig und sehr jähzornig. Er hat sie ja bewacht wie ein Cerberus, war auch sehr gegen ihr Theaterspiel. Obwohl das ja für das Kind die einzige Gelegenheit war, in einem geordneten Rahmen mit ihrem Freund zusammen zu sein. Das haben Sie arrangiert?
Sie werden vielleicht lachen, liebe Frau Lorenz, aber auch mir ist das allzu Menschliche durchaus nicht fremd. Herr Prälat? Ja, aber nein, es war schon gut so. Jedes Mal, wenn das Kind von zu Hause gesprochen hat, dann wirkte sie schon sehr bedrückt. Auch die Mutter, glaube ich, war nicht in der Lage, ihr eine Hilfe zu geben. Also jetzt im Klartext, Herr Prälat, heute alle Tragetta seine Tochter geschlungen. Herr Berghammer, ich glaube, es hat da manch unschöne Handlung gegeben. Gott sei seiner armen Seele gnädig. Also hat er es geschlungen, oder? So, da war er jetzt, der Schirmständer. Und? Ist das was? Ja, mei, der ist schön. Ja. Na, dass Sie den für unser Tombola spenden, da wird sich der Herr Prälat aber sehr freuen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Herr Prälat, was mich noch interessiert hat, wie ist denn die Giovanna in der Regel nach der Probe nach Hause gekommen? Oh, mit ihrem Vater, nehme ich an. Wie gesagt, er war ja sehr eifersüchtig und da hat er sie meistens persönlich abgeholt. Aha, mit dem Motorroller? Ja, ja, jetzt in der warmen Jahreszeit. Ja, danke, Herr Prälat. Entgegen unserer sonstigen Gewohnheit war das doch ein sehr schönes und ein fruchtbares Gespräch. Ja, gell, finde ich auch. Und ist ja auch die Umgebung hier sehr angenehm. Und diese Ruhe und Beschaulichkeit, die von Gottes Schöpfung ausgeht. Halt. Moment. Eine Papanobilis für Sie. Danke, Herr Prälat. Eine Rose zum Gedenken an Johannes den 23., diesen großen und gütigen Papst der Liebe. An ihn ist ja ein Liebhaber verloren gegangen. Nur auf der Bühne, nur auf der Bühne. Wie schade. Oh, das sagen Sie. Los, komm jetzt, Maria Magdalena, geh mal. Bitte schön, Herr Prälat. Los. Du hast mir noch nie eine Rose geschenkt. Jetzt gängeln Sie bald zu meinem Sohn und erzählen ihm das von den Tragödien. Ungern, sehr ungern, Frau Berghammer, nach der gestrigen Szene. Ja, was meinen Sie denn? Wenn der mir sieht, dann ist er gleich ganz aus. Gestern schmeißt er mich aus, hernach servier ich ihm Reis mit Minzsoße und heute in der Früh hat er bloß einen Porridge gekriegt. Na, da müssen schon Sie hin. Bei einer traut er sich nicht so. Was ist jetzt gängeln Sie? Außerdem rede ich mit dem nimmer. Geht so. Kommissar. Ja, servus, grüß Sie. Ich hätte noch ein paar Fragen an Sie. Sie, kommen Sie. Bitte, Kommissar. Schönen Dank. Darf ich Ihnen auch diesmal nichts bringen? Nein, danke, sonst falle ich beim Gesundheitscheck vom Innenminister durch. Übergewicht, verstehen Sie. Frau Tragetta, nehmen Sie doch bitte Platz. Frau Tragetto, Sie haben ausgesagt, dass Sie am Montag, als Ihre Tochter heimkam, dass Sie da schon im Bett lagen. Ja, ja. Wie ist Ihre Tochter genau heimgekommen? Ich denke, mit Andreas. Warum fragen Sie das? Haben Sie das mit eigenen Augen gesehen? Nicht mit eigenen Augen, nein. Aber ich habe genau gehört, den Motorroller von den beiden, wie sie angekommen sind. Und Giovanna ist dann noch zu mir ins Zimmer hinaufgekommen. Und hat gesagt, gute Nacht, Mama. Das macht sie immer. Schön. Der Andreas, bringt dir die Giovanna öfter nach Hause? Ja, immer, immer. Das ist ein sehr netter Junge. Also immer, wirklich immer, ausnahmslos? Ja, nein, nicht wirklich immer. Wer bringt's dann heim? Manchmal mein Mann. Hat sie nach Hause gebracht. Auch mit Motorroller. Ja, aber, Kommissario, warum fragen Sie das alles? Was ist mit Giovanna? Frau Tragetto, was hat denn die Giovanna, Ihre Tochter, für ein Verhältnis zum Vater gehabt oder zu ihrem Mann? Schauen Sie, Ihre Tochter ist doch mitten in der Pubertät. Das sind doch Auseinandersetzungen, Streitereien an der Tagesordnung. Thank you.
niemand da? So, wenigstens allein. Ich hab solche Angst. Tut's noch weh? Ein bisschen. Schau mal, das blaue Auge sieht man fast gar nicht mehr. Jetzt wird dich niemand mehr schlagen. Ab jetzt wird dich niemand mehr schlagen. Das Schwein ist erledigt. Also ich habe das eigenhändig gesehen, mit eigenen Augen. Ich meine selbstständig. Sie waren also Ohrenzeuge, oder wie? Exakt. Ich meine, richtig, genau das wollte ich sagen. Ja, dann sagen Sie es halt auch, also weiter. Ja, also dieser Draghetto scheint eigentümlicherweise gewissermaßen ein Despot zu sein. So eigentümlicherweise? Ja, also das kann man sich doch nicht vorstellen, dass ein Mann seine Frau und seine Tochter misshandelt. Körperlich sogar. Das ist mir völlig unverständlich. Ja, so ist es halt, Herr Springer, wenn man plötzlich in die Niederung in der Realität runtersteigt. Das ist dann kein Theater mehr. Spiel und Wirklichkeit, verstehen Sie? Was geht's? Sag mir mal nicht so schnell, junger Mann, ja? Was ist da los? Wir müssen nach Hause, wir sind zu spät dran, ehrlich. Genau. Also was denn nun? Müsst ihr nach Hause oder habt ihr was vergessen? Fräulein Taketo, ich muss sie verhaften wegen Mordes an ihrem Vater. Da kommen Sie bitte mit. Und Sie bleiben hier, junger Mann. Sie haben uns doch erzählt, dass Sie an dem besagten Abend die Giovanna nach Hause gefahren haben. Das war gelogen, oder? Ja. Sie wussten über alles Bescheid? Über alles? Sie bleiben hier. Montagabend hat sie also ihr Vater mit dem Motorroller abgeholt. Ja, das hat er. Meistens. Weil er nicht wollte, dass ich mit Andreas zusammen bin. Immer hat er mir nachspioniert, immer hat er mich kontrolliert. Und am Montagabend hat er mich dann, hat er vorm Theater auf mich gewartet und mich abgeholt. Dann sind wir zusammen losgefahren. Unterwegs hat er wieder angefangen zu schimpfen, zu schreien. Ich sei eine Hure, ich bin nicht seine Tochter. Ich bin angezogen wie eine Hure. Da habe ich dann zum ersten Mal zurückgeschrien und gesagt, dass ich mir nicht mal alles gefallen lasse. Und in seiner blöden Eisdiele arbeite ich auch nicht mehr. Und nach der Schule gehe ich weg von daheim. Und da ist er dann endgültig ausgerastet. Hat mich vom Roller geschmissen und mich geschlagen. Giovanna, wie hat er Sie geschlagen? Mit der Hand, mit der Faust? Mit der Hand und Faust. Ins Gesicht. Und dann ist er weitergefahren. Und ich durfte nebenher laufen. Wie bitte? Ihr Vater hat Sie wie ein Hund neben dem Roller herlaufen lassen? Hat immer geschrien. Immer zu. Er schickt mich zurück nach Italien und mit dem Theater sei jetzt auch Schluss. Er wird jetzt andere Seiten aufziehen. Und wenn er Andreas noch einmal in meiner Nähe sieht, dann schlägt er uns tot. Dann? Dann hat er mich, bevor es bergab ging, wieder aufsitzen lassen. Und als ich da so hinter ihm saß, da konnte ich nicht anders. Verstehen Sie? Da haben Sie mit beiden Händen das Halstuch gepackt und zugezogen, oder? Ja. Ja, ja, das habe ich. Und dann? Und dann sind wir in die Wiese gefahren. Wir sind umgekippt. Und dann bin ich heimgegangen. Herr Berghammer, meinen Sie, dass ich heute Abend Theater spielen darf? Nein. Kommen Sie.
Alles okay, Kollege. Jugendstrafe. Tja. Aber hoffentlich nicht so lang. Ich hab dich so lieb, Mama.